achieved with CryEngine. Ja, und damit herzlich willkommen zu Homefront The Revolution, einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal, ein neues, größeres Let's Play, denn Homefront The Revolution ist ja auch ein AAA-Titel und ich freue mich sehr darauf. Ich hatte mir ein paar Videos dazu angeguckt, es ist so ein bisschen durch die Gaming-Presse gegangen, kann man sagen, mit rauf und runter und hast du nicht gesehen und es war ja auch Entwicklerwechsel und so. Ja, das Ganze kommt von Deep Silver. Und, auch bekannt unter der Metro-Reihe und sowas alles. Und, ich fange es jetzt erst mal an. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, großartig. Ich habe auch gar keine Einstellung gemacht oder sonst irgendwas. Auch Helligkeit, man sieht es gerade. Ich bin wieder hochprofessionell. Okay, passt ja den Schieb. Ich lasse das mal so auf 50 stehen. Ich lasse das mal. Okay, hier muss ich, glaube ich, ein bisschen was anpassen, weil es ist ein bisschen out of range, sehe ich gerade. So, ich glaube, so ist... Okay, in der Aufnahme ist es ein bisschen anders. Ich gucke nochmal in den Optionen. Warte mal. Bild. Schutzbereich. Warte mal. Da muss ich nochmal gucken. Ich glaube, in der Aufnahme war es, glaube ich. Ja, weil mein Bildschirm ist irgendwie... Naja, ich lasse es mal so. Anwenden, genau. Ich habe jetzt gerade... einen kleineren Bildschirm. Ich weiß nicht, warum er das so macht. So, Toneinstellung 100, 100, 100. Dialoge auch 100. Spiel, Untertitel aktivieren. Ja, Zielunterstützung lassen wir alles mal. Anwenden. So, Widerstandsmodus ist, glaube ich, online. Wir spielen aber die Geschichte natürlich hier. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich drücke auf Geschichte, mache ein neues Spiel. So, abgehärtet. Erlebe die Kampagne so, wie du sie vorgesehen ist, immer noch herausfordernd. Und jetzt halte ich einfach mal meine Klappe. Es begann mit der Apex Corporation in den 70er Jahren und der Entstehung des Silicon Rivers in Nordkorea. Selbst zu dieser Zeit waren sie uns technisch weit überlegen. Wir kauften alles, was sie uns anboten. Telefone, Tablets, einfach alles. Und als sie begannen, Waffen herzustellen, konnten wir nicht widerstehen. Unsere Kriege im Mittleren Osten wurden immer schlimmer. Ein Krieg führte direkt zum nächsten. Sogar nach dem schrecklichen Tag in Riad kämpften wir weiter, während unser Land zerfiel. Dennoch kauften wir Apex, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Der Dollarkurs sank, unsere Schulden an Nordkorea explodierten. Die Arbeitslosigkeit stieg und die Nation ging in die Knie. Die scheiternde Regierung beglich die Schulden nicht, woraufhin Nordkorea seine Entscheidung traf. Jedes einzelne Stück Technologie, das sie uns verkauften, hatte eine Hintertür. Sie legten unser Militär mit einem einzigen Knopfdruck lahm. Die ersten KVA-Truppen auf amerikanischem Boden sollten mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber nach den ersten Hilfspaketen gab es nur noch Brutalität. Sie nahmen uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Amerika wird von der KVA kontrolliert. Aber es wird sich wieder erheben. Du ist die Revolution. Hallo und willkommen bei KSC. Ich bin Suvin Kang. Unsere Hauptnachricht. Heute haben wir die Vorbereitung für die lang ersehnte Parade begonnen. An diesem Tag feiern wir die Bemühungen der Liaison-Offiziere. Sie arbeiten unermüdlich daran, die Lücke zwischen der Übergangsregierung und den normalen Bürgern zu schließen.
Bürgermeister Simpson hat geschworen, die Antiterroranstrengungen zu verdoppeln. Zusätzliche Friedenswächter wurden abgestellt, um die Sicherheit der Bürger während der Parade zu gewährleisten und gegen sämtliche kriminelle Handlung im Vorfeld vorgehen zu können. Dazu ist Simpson gerade vor den Kameras. Wir alle kennen die tägliche Bedrohung hier in Philadelphia nur zu gut. Die Bomben, die Schießereien, alles von Benjamin Walkers nationalem Terrornetzwerk inszeniert. Keine Sorge, wir werden diese Kriminellen zur Rechenschaft ziehen. Die Friedenswächter halten unsere Straßen sauber und sicher für alle Bürger. Dank der verbesserten Bedrohungserkennungssysteme. Halte das Ding aus, Brady. Terroristen schneller erkannt und neutralisiert. Dieser verdammte Wichser, wir sind Terroristen? Nach allem, was er getan hat? Der wäre nicht so dreist, wenn er wüsste, dass Walker schon hier ist in Philly. Ja, Walker wird ja ordentlich für Chaos sorgen. Wann kommt er an? 5 Minuten. Wäre besser, wenn diese neuen Drohnen ihn nicht scannen. Sind wir soweit? Glaube schon. Hoffe es verdammt nochmal. Ist schon was, Brady? Wie lange bist du jetzt dabei? 3 Tage? Bald wirst du Walker persönlich treffen. Er ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Er hat uns alle inspiriert. Brady, gibst du mir mal das Gas? Danke. Nehmen an, Walker war schon in Washington eine Legende, hm? Ich habe ein bisschen was davon gehört, tut mir leid. Ich bin froh, dass du jetzt bei uns bist. Hey Leute, hier stimmt was nicht. Die Straße ist leer. Was? Scheiße, sind wir das? Verdammt, Walker wird jede Minute hier sein. Es ist eine Mafia! Aus! Aus hier! Wir sagen ihm nichts, Brady. Ist klar? Hallo. Danke euch für das geduldige Warten. Wir können nun beginnen. So. Du erzählst mir jetzt, wo bitte finde ich Benjamin Walker? Du verschwendest deine Zeit hier. Ich habe nur gehört, Walker wäre unten in Memphis. Ihr wisst, ich habe Superkräfte. Fick deine Kräfte, du erbärmlicher Verräter. Oh. Da will jemand wohl eine Demonstration? Ich zeig dir detailliert, wie stark ich wirklich bin. Ich halte meine Hand etwa so. Zielpunkt? Mary. Und? Tu es einfach, du Arschloch! Nein! 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 Das ist doch mal was. So, wie sieht's nun aus? Hast du jetzt Lust zu reden? Ich habe genug von deinem Scheiß. Red endlich. Dir mache ich's nicht so leicht. Es ist Walker. Warte. Fick dich! Ich bin Walker. Wir verschwinden hier. Oh, Scheiße. Hier raus. Ich kenne einen Ort für uns. Helf mir hoch. So ein verdammtes Chaos.
Das ist der Ort. Für den Moment sollten wir hier sicher sein. Aber die Norks werden den ganzen Distrikt auf den Kopf stellen, um uns zu finden. Wir müssen eine andere Widerstandszelle kontaktieren. Scheiße, ich habe mir einen schlechten Moment ausgesucht, um angeschossen zu werden. Erinnerst du dich daran? Dieses Handy ist unser Ticket zum nächsten Unterschlupf. Solltest du einen Netzwerksendeempfänger finden, um ihn hacken können, er wird uns mit dem geheimen Widerstandssignal verbinden und den Weg zum nächsten Unterschlupf zeigen. Hier, nimm es! Wir arbeiten hier blind. Du musst ein Widerstandslager finden. Dort solltest du Informationen über den Distrikt sowie die Standorte der Sendeempfänger finden. Aber du musst dich beeilen, Brady. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, und damit noch einmal herzlich willkommen zu... Wir müssen wissen, wo sich der Unterschlupf befindet. Homefront The Revolution. War jetzt ein bisschen viel Information auf einmal. Ich hatte jetzt einfach mal meine Klappe gehalten. Es klingt am Anfang, die ersten Szenen so klangen so ein bisschen wie bei Terminator. Ein Knopfdruck und alles ist aus. Es klang so ein bisschen danach und meine Fresse, sieht das hübsch aus. Du schaffst das, Brady. Ja. Und ja, sind für mich jetzt auch die ersten... Das ist unsere einzige Chance. Ich bin die einzige Chance. Wir sind quasi der Widerstand. Auch so wie bei Terminator und ich bin ein großer Terminator-Fan. Ah, guck mal, wir haben sogar Füße. Ich muss selber erstmal gucken. Das ist meine ersten Schritte auch mit Homefront Revolution. Ach, guck mal, ich kann hier... Ach, cool, ich kann hier sogar Schubladen durchsuchen. Ah, ist ja interessant. Aha, ist aber nichts drin. Ich schaue mich jetzt nochmal bisschen genauer um. Auch wegen der Steuerung alles, dass ich hier ein bisschen... Okay, so kann ich rennen. Kann ich hier sonst noch was öffnen? Nee, ne? Okay. So, ja. Ich hoffe, das stimmt alles mit der Soundabstimmung. So, dann gucken wir doch mal. Da haben wir schon wieder ein Quietscheentchen. Ist das ein Easter Egg? Die Quietscheentchen? Haben die irgendwas zu bedeuten? Weil ich habe gerade vorne im Raum auch schon eins gesehen. Bin mir da gar nicht so sicher. Ach, guck mal hier. Das Auge von CryEngine. Sieht zumindest danach aus. Aha, Mülleimer, ist nichts drin. Smartphone benutzt ein Touchpad, okay. Ah, mit der Tagebuch-App auf dein Smartphone kannst du gesammelte Tagebücher und Tutorials lesen. Mit dem Tagebuch? Ach da, Tagebuch. Aha, die Stimme der Freiheit. Finde den Vorrat des Widerstands. Tutorial. Gucken wir uns nochmal an. Auf deinem Smartphone sind mehrere Apps installiert, die dir in deiner Rolle als Widerstandskämpfer helfen. Missionsprotokoll enthält ausführliche Informationen zur aktivierten Mission und den aktuellen Missionszielen. Dank einer Abkürzung kannst du zum Ort des Missionsziels auf der Karten-App springen. Du kannst scrollen, um alle abgeschlossenen Missionen und Ziele anzusehen. Mit Tabs kannst du dir Details jedes aktivieren und abgeschlossene Wachspunkte oder Jobs der Anschlagstafel ansehen. Ah ja, interessant. So, stecken wir das mal wieder weg. Haben kein Signal. So, gucken wir mal. Meine Fresse, wenn das jetzt ein Horrorspiel wäre, ne, würde ich sagen, alter Schwede. So, hier kommen wir raus. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gang. Ich weiß, nichts Gutes. Und meine Fresse, ich muss sagen, wie geil das aussieht. Es ist unfassbar. Ist ja der Hammer. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gang. Jegliche Fahrten sind aufgefallen. Alter Schwede. Boah, krass. Ich meine, hey. Ich sollte vielleicht meine Stimme noch ein bisschen lauter machen, weil das Spiel doch sehr laut ist. Aber... Alter Schwede, wie das aussieht. Und das ist die PS4-Version im Übrigen. Oh mein Gott. Oh, das ist verdammt nochmal großartig. Ich komme zu spät zu meiner Schicht. Kannst du unserem Liaison-Offizier nicht von der Abriegelung erzählen? Leroy, dem ist das scheißegal. Leroy? Ah, guck mal, hier gibt es Bohrmaschinen. Ah, guck hier, jetzt kann man hier alles kaufen anscheinend. Also zumindest hier... Ah, guck mal, Kochplatte, Motoren, das sind, Lichtmaschinen, wenn ich das richtig sehe. Und guck mal, sogar Solarmodule. Kann man die Gespräche mithören? Ich bin mir nicht sicher. Boah, meine Fresse, Alter, wie das aussieht. Ist ja krass. Entschuldigung, wenn ich das immer wieder erwähne. Beweg dich sofort. Was macht er denn hier? Muss mich so erschrecken? Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange.
Okay, da möchte ich, glaube ich, nicht rein. Ich glaube, da ist auch das Gebäude, wo wir drin gewesen sind. Ich sollte vielleicht nicht darüber laufen. Ich glaube, das ist alles noch ein bisschen Vorgeplänkel. Ich glaube, da wird noch ein bisschen was... wird noch ein bisschen was kommen. Huch. Okay, ich werde auch gescannt. Ja, alles gut. Alles gut. Okay, clear, hier ist alles rot. Ich glaube nicht, dass wir da über die Straße gehen sollen. Ich bin da so ein bisschen... bin da ein bisschen vorsichtig. Huch, wo kam der denn jetzt her? Kommen wir hier rein? Nee, ne? Wie oft will mich das Ding eigentlich noch scannen? Entschuldigung, kenne ich dich? Nein, ich glaube nicht. Ah, hier kommen wir rein. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Alter, ist ja krass. Aber wie gesagt, die Story erinnert mich sehr an Terminator. So ein bisschen. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ach, jetzt sind wir wieder hier, okay. Ich dachte, wir finden da irgendwas Interessantes, aber Alter. Ich bin noch so vorgeschädigt von Horrorspielen. Ich entschuldige bitte. So, bevor ich jetzt darüber gehe zur Mission, gehe ich nochmal hier gucken. Hallo? 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 Aha, ein Sicherheitseinsatz ist hier gerade im Gange. Okay, ich werde mal hier rüber gehen. Das sieht mir echt aus, als ob wir da auf der Straße nicht laufen dürfen. Hey, ich habe schon länger ein Auge auf diesen Ort. Scheint keiner drin zu sein. Was meinst du? Wollen wir uns umsehen? Wer weiß, was wir finden? Man sollte sich solchen Orten lieber nicht nähern. Da drin sind ein paar heftige Typen, verstehst du? Ja, wie die uns angucken dabei, ne? Gruselig. Sie werden dich finden und dir beide Arme brechen. Und was machst du dann? Komm schon, es gibt bessere Möglichkeiten, sich etwas zu verdienen. Wie gruselig die mich dabei angucken, wenn die reden. Merkwürdig. Hey, hör auf, mich anzuglotzen. Mach mich wahnsinnig. Ja, ist doch gut, Entschuldigung. So, wo muss ich denn... Boah, ist das dunkel hier. Ah, X ist klettern. Ah, okay. Okay. Ah ja, jetzt sind wir hier. Bleib aufmerksam, wenn du Philadelphia erkundest. So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen, was da gerade stand. Okay, hier war nichts drin. Hier ist schon wieder diese geheimnisvolle Ente. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Also ich glaube, die Ente ist hier die größte Verschwörung überhaupt. So wie das aussieht. Ah, guck mal, da unten ist noch so eine Nudelschale. Bestimmt letztes Mal erstmal bestellt beim Italiener. Ah, warte mal, ich fange mal von unten an. Das glaube ich, macht, glaube ich, mehr Sinn. Na toll, das ist, da ist ja nie... Ist da überhaupt was drin in den Schubladen? Ah, in ganz Philadelphia befinden sich wertvolle Gegenstände. Diese kannst du bei jedem geöffneten Händler gegen Dollar oder gegen Geld eintauschen. Geld. Mhm. Interessant. Also muss ich mich schon genau umschauen. Das Spiel ist ein bisschen Open-World-mäßig. Nicht ganz, aber ein bisschen, habe ich mir sagen lassen. Und ja, es ist ja wie gesagt so ein bisschen durch die Gaming-Presse gegangen. Mit Entwicklerwechsel und hast du nicht gesehen und pipapo. Und ja, aber trotzdem bin ich sehr gespannt. Oh, ein Prozessor. Wahrscheinlich von Intel. Bin ich sehr gespannt, wie es so wird. Ich lasse mich da echt überraschen. Es war jetzt momentan im Angebot im PlayStation Store. Ich habe gedacht, was, weißt du was, jetzt schlägst du mal zu und holst es dir. Gibt's denn hier noch... Gibt's hier... Ach, mal. Gibt's denn hier auch noch Licht oder so? Eine Taschenlampe haben wir, glaube ich, nicht, ne, oder? Huch, was war das denn? Okay, das wird wahrscheinlich gleich erklärt. Ich gehe da mal... Lager sind geheime Orte, an denen der Widerstand, Vorräte und Munition für Notfälle lager. Nimm dir, was du brauchst. Okay. Was haben wir hier? Hey, eine Taschenlampe. Zum Ausrüstungsrad hinzugefügt. Habe ich nicht gerade noch gesagt, Taschenlampe? Okay, die gibt es also, die Orte oder diese Lager gibt es anscheinend überall in Philadelphia. Das Ganze spielt ja in Philadelphia. Glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht so sicher.
So, da haben wir ein Netzteil gefunden. Und was das Spiel wohl ausmacht, ist wohl auch die Shooter-Mechanik mit den ganzen, ja, Waffen, die man kombinieren kann, beziehungsweise, dass man die Waffen so verbessern kann, aber das kommt später wahrscheinlich noch erst. So, warte mal, ich muss erstmal hier... Bolzenschneider? Alter Schwede. Gesundheitskit? Mit Bolzenschneider können Sicherheitsschlösser aufgebrochen werden. Interessant. Tagebucheintrag aufheben. Die Erziehungslager. Nachbarn. Wir von der BK würden gern unsere Befürchtung betreffend der Erziehungslager äußern. Wir fragen euch, warum hat die Regierung sie genau jetzt ins Leben gerufen? Sie behauptet, die Stadt sei unsicher und dass die Kinder zu ihrem eigenen Schutz evakuiert wurden. Wir glauben das nicht ganz. Warum gibt es kein Datum für ihre Rückkehr? Warum darf man kaum mit ihnen kommunizieren? Die Wahrheit, unsere Kinder wurden dort nicht zum Schutz hingebracht, sondern als Bestechungsmittel, damit wir uns anständig verhalten. Wir bitten euch alle, gegen diese Vorgehensweise zu stimmen und eine Beschwerde bei euren Lazion-Offizieren einzureichen. Wenn wir genug Beschwerden sammeln, müssen sie uns zuhören. Sicherheit geht vor. Also unterschreibt bitte die Petition oder reicht direkt eine Beschwerde ein. Lasst uns unsere Kinder zurückholen. Alter, diese Mistsäcke, ne? So, finde den KVA-Senderempfänger in der Nähe. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ist gar nicht so weit entfernt. Ist, glaube ich, direkt hier unten. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. So. Lalala. So, ich hoffe, das passt alles mit der Aufnahme, mit dem Mikrofon und alles. Ah, okay, wir müssen hier wieder aus Fenster raus. Gelbe Zone, Green Tree, Hauptstraße, okay. Hier ist auf der Karte noch irgendwie eine Kiste. Sehe ich gerade, die ist... Kann das sein, dass dieses Häuslein-Symbol bedeutet, dass das ein Schutzraum ist? Ah, guck mal, da oben liegen Fässer drauf.